Allgute und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von How to Roll 20. Heute mit der Frage, wie binde ich 3D-Würfel in meinen Rollenspiel-Stream ein? Also um genau zu sein, welche Tools kann ich nutzen? Der Titel verrät euch natürlich, wir machen das über Roll 20. Und das hat man schon beim Koalien-Streams gesehen. Ich fand die Idee sehr schön und ich denke, das will ich euch einfach mitteilen. Das ist nämlich denkbar einfach, sich diese Möglichkeit in seinen Stream einzubinden. Voraussetzung ist für das Setup, das wir nutzen, dass ihr einen Roll20-Account habt. Das kann ein Free-Account sein. Und dass ihr OBS nutzt, um eure Streams zu übertragen. Gehen wir erstmal in die Basics rein in Roll20 selbst. Ich habe euch jetzt mal meinen Roll20 hier eingeblendet. Und der erste Schritt ist relativ einfach. Ihr geht auf eure Optionen, die ich nicht eingeblendet habe, hält. Also oben rechts auf meine Einstellungen. Und dort sind zwei Häkchen, aktiviere 3D-Würfel und automatisches 3D-Würfeln. Diese sollten aktiviert sein. Dann werden die 3D-Würfel gewürfelt. Ich nutze jetzt einfach mal ein Makro für eine Runde, die ich irgendwann später nochmal vorstelle. Dann seht ihr, wie hier dreidimensionale Würfel ins Bild rollen. Natürlich wollen wir nicht diesen Roll20-Screen im Hintergrund haben mit den Kästchen, mit dem weißen, mit der Bar an der Seite. Das ist unschön. Deswegen greifen wir hier zu einem kleinen Trick. Wir zoomen erstmal ein bisschen raus, dass wir quasi die ganze Fläche haben. Gehen dann oben links auf das Pinselsymbol auf Form zeichnen und wählen uns eine Farbe aus. Ich brauche tatsächlich eine Farbe, die so nicht in den Formen drin ist, deswegen nehme ich mal, hier. Das ist reines Grün. Es kommt kein Pop-up und ich bin farbenblind, deswegen sehe ich es nicht. Aber das ist reines Grün, das ist das, was wir brauchen. Unten seht ihr auch den Hexcode, Raute 00FF00. Also der Hexcode ist ja zwei Hexstellen für Rot, zwei Hexstellen für Grün, zwei Hexstellen für Blau. Wir brauchen kein Rot und kein Blau, nur reines Grün. Das Maximum in zwei Hexstellen, der Maximalwert ist FF, deswegen hier 00FF00. Das wählen wir uns aus und ziehen dann über das ganze Feld hier mit dem Formzeichen-Tool, das wir eben ausgewählt haben, eine Form. Nämlich so eine. Jetzt sehe ich gerade, der Rand davon ist gelb. Das wollen wir nicht. Wir wollen da auch genauso einen grünen Rand haben. Also löschen wir die Form wieder mit Formlöschen Clear. Gehen wieder auf Formzeichen. Ah, jetzt hat er alles gelöscht. Okay, also hier wieder grün wählen, hier wieder grün wählen. Und dann ziehen wir so groß wie es geht einen Kasten. Für unsere Aufnahme zoomen wir jetzt ein bisschen rein, sodass wir wirklich nur diese grüne Fläche haben. Dass wir nichts anderes im Roll 20 sehen, denn das ist das, was wir nachher aufnehmen wollen. Nochmal zum Zeigen, das würde jetzt in Roll 20 so aussehen. Man würfelt, ich habe gelbe Würfel, weil mein meine Erkennungsfarbe gelb ist. Die ändert man, indem man unten auf den Namen des Spielers klickt. Da rechts neben dran ist eine Farbe. Und dann geht so eine Farbpalette auf. Wenn ich jetzt hier schwarz, ist jetzt glaube ich denkbar schlecht. Ich jetzt hier, ich habe keine Ahnung, was ist das hier, müsste rot sein. Rot wählen würde, würde dann würfeln. Kämen rote Würfel. Da könnt ihr euch auswählen, auf was ihr gerade Bock habt. Es darf nur nicht das reine Grün des Hintergrundes sein. Ich in der Tat nehme jetzt nochmal mein Gelb. Teste das nochmal. Hopp. Würfeln. Gut, jetzt rollen die gelben Würfel. Gut. Jetzt gehen wir auf unserem Roll20 wieder raus. Denn wir haben alle Einstellungen gemacht, die wir brauchen. Und gehen ins OBS hinein. Dort seht ihr jetzt von meinem OBS die Szenen und die Quellen. Und ihr braucht eine Quelle, eine Fensteraufnahme von Roll20. Die legt ihr euch an. Wenn ihr die angelegt habt und das Fenster ausgewählt habt, oder beziehungsweise die Applikation, die dem Fenster läuft, also Roll20 im Browser, macht ihr einen Rechtsklick auf Filter und richtet euch einen sogenannten Color Key ein. Also unten links auf das Plus klicken.
man das? Jetzt hier? Ah, jetzt sieht man es. Unten links auf das Plus klicken und dort Color Key auswählen. Das habe ich oben schon gemacht. Ihr seht, habt ein Color Key. Der ist jetzt aktiviert. Wenn ihr vorne draufklickt und da so Strich durch, wäre der nicht aktiviert. Gut. Und hier bei der Key-Farbentyp müsst ihr grün auswählen. Das heißt, es ist die Farbe, die ihr wirklich ausfiltern wollt, die später nicht zu sehen sein soll. Also es soll nur die gelben Würfel zu sehen sein. Jo, gut. Genau, und die Deckkraft 100, das heißt 100% der grünen Farben, beziehungsweise ja, des grünen Farbwertes sollen rausgefiltert werden. Das haben wir jetzt so gemacht. Und jetzt schalten wir das OBS wieder aus und holen mal das Roll20-Fenster rein. Jetzt seht ihr schon, aha, hier oben ist noch ein Teil von dem Zeigesymbol zu sehen. Das schalte ich jetzt mal weg. So, jetzt ist das weg. Und jetzt seht ihr nur die beiden gelben Würfel, die wir eben gewürfelt haben. Nochmal zum Unterschied. Ich werde jetzt mal ganz kurz den Filter in Roll20 deaktivieren, dass ihr den Unterschied seht. Jetzt ist der Filter deaktiviert, jetzt sieht er wieder den ganzen grünen Rahmen. Das ist ja unschön, weil wir wollen ja unser Streambild sehen, nicht das grüne. Jetzt aktiviere ich den Filter wieder, jetzt ist er weg. Und ja, jetzt würfel ich nochmal in Roll20, dass ihr den Würfeleffekt dort mal seht. Seht ihr so richtig schön Würfel übers Bild rollen und die bleiben so lange liegen, bis ihr entweder die Plane von Roll20 wegmacht, bis ihr wieder eingeblendet, oder bis ihr einmal in Roll20 ins Bild klickt, dann verschwinden die Würfel. Dann kommt wieder oben dieses, okay, da muss ich nochmal mein Bild anpassen. Aber das Prinzip ist, denke ich, verstanden. In Roll20 3D-Würfel aktivieren, dann eine Fensteraufnahme von Roll20, beziehungsweise dann eine grüne Hintergrund, ihr könnt auch irgendeine andere Farbe nehmen, ich habe jetzt grün genommen, grüne Hintergrundfläche nehmen, das Fenster einbinden, einen Color-Filter drauflegen, einen Color-Filter grün auswählen, Deckkraft 100% und natürlich andersfarbige Würfel als grün nehmen, weil die würden dann auch mit rausgeschnitten. Und schon habt ihr ja 3D-Würfel in eurem Stream, so als kleine Animation, kleine Erheiterung zwischendurch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Wenn es dir Spaß gemacht hat, lass uns einen Daumen nach oben da. Wenn du selbst Ideen hast, was man mit Roll20 in Streams noch alles machen kann, an Effekten, an Makros oder was auch immer, schreib mir das gerne unten drunter in die Comments. Immer dran denken, Feedback Challenge, I challenge you. Wo das Wort ist Macht. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.